Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Okami. Und ich habe jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gespielt. Aber ich habe gerade nachgeguckt, was wir tun müssen. Warum machen wir das jetzt auch? Kann ich den Vogel da oben füttern? Ich glaube nicht. So. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Wie war das nochmal mit F1, ne? Q&E. Q&E. Kann ich hier eigentlich wieder reinbauen, Dingschen, reinmachen? Ich habe nur 120. Dann will ich das hier reinmachen. Und dann will ich das nächste hier reinmachen. Und dann gehen wir raus. Und dann, nee, warte, stopp. Nicht raus, nicht ganz raus. Logbuch. Erhalte nützliche Informationen. Mit Seerosenreisen. Ach so, genau. Wir haben ja die Seerosen bekommen. Stimmt. Okay. Dann. Okay. Dann let's do it. Ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig malen, ne? So, spring, mein Hündchen. Spring! So. Jetzt müssen wir kurz warten, langsam, weil die Tinte bald leer ist. So, sieh mal einer, guck. So, jetzt sind wir kurz ein normales Wölflein. Und dann malen wir hier unsere Bombe hin. Und gehen mal durch. Und let's see, was jetzt passiert. Oh, Agatha-Wald. Ein ziemlich, Die verfluchte Zone hat sich ja auch im Wald ausgebreitet. Ich dachte, das Böse würde Orte mit so viel Gras und Bäumen meiden. Das muss wirklich ein starker Fluch sein, so wie der Wald sich verändert hat. Okay. Kann ich einmal. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich einmal eine Sonne malen? Eine Sonne. Nö. Sonne, dankeschön. Jetzt ist es irgendwie neblig. Das war nicht ganz, was ich wollte. Okay, mal gucken. Da sind Gegner. Was haben wir denn hier zu tun? V. Oh, ziemlich viel infiziertes Gebiet. Kann ich dich zum Blühen bringen? Darf ich dich zum Blühen bringen? Scheinbar nicht. Okay. Hey, da war doch gar kein infiziertes Gebiet. I'm confused, but okay. Okay, aber hier geht's runter. So, was ist das? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal gucken. Oh. 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 Okay. Okay, I'm confused, but okay. Hä? Was macht denn ein Haus hier in der Höhle? Wie kann denn hier etwas leben bei dieser sich ausbreitenden verfluchten Zone? Ich
frag mich ja eher, was das hier ist. I don't understand, but okay. So, wir haben hier einen Speicherstand. Und das könnte mir ein Bosskampf sein. Das könnte ein Bosskampf sein. Da würde ich echt lieber speichern. Ja. So, das könnte halt wirklich ein Bosskampf sein. Gehen wir mal gucken. Sieht sehr bosskampfmäßig aus, aber mal gucken. Wie gesagt, mal gucken. So. Sieht. Erhalten verstreute Perle. Finde alle verstreuten Perlen und erhalte eine besondere Belohnung. Oh, was ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß nicht, was ich von diesem Haus halten soll. Und das macht es nicht besser. Eine einsame Puppe. Hallo? Ah, okay, zuhören. Du bist also gekommen, weißer Wolf, und du siehst geplagt aus. Du kannst mich Madame Orakel nennen. Ich lese aus Knochen die Zukunft heraus. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich sah es in einer Vision. Knochendeuterin Madame Orakel. Es scheint, als ob die Welt da draußen in Chaos versunken sei. Nicht, dass ich sage, dass es nicht vorbestimmt war, dass es so kommt. Auf jeden Fall ist dieses Jahr ein besonderes Jahr. Dies ist das 100. Jahr seit Nagis und Shiranui's Heldentat. Du hast auf deinem Weg hier bestimmt die riesige verfluchte Zone gesehen, oder? Das Land hat sich in eine Einöde verwandelt. Alle, die sie betreten, werden von der Finsternis verdorben. Nur ein Wesen hat die Macht, dies alles zu kontrollieren. Orochi, auch die Geschwindigkeit, mit der es sich ausbreitet, unglaublich. Es ist anstrengend, so zu reden. Uiuiui. Der Fluch kann nur aufgehoben werden, indem die Wächtersprösslinge wiederhergestellt werden. Vielleicht findest du einen versteckt hier im Agatha-Wald. Genug jetzt des nutzlosen Geschwätz. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen, wie ich schon sagte. Ich bin eine Hellseherin, die Knochen enthüllen alles. Wenn du auch Geld hast, dann kann ich dir sogar die Zukunft vorhersagen, Wolf. Interessiert? Wahrsagergebühr 500 Yen bezahlen? Bezahlen. Dann lass uns mal sehen, was die Knochen zu sagen haben. Es überkommt mich. Ich kann es sehen. Im tiefen, dunklen Wald, die Höhle vom Fels geschlossen, wartet der Waldgeist auf seine Wiederbelebung. Er wartet auf eine heilige Bombe, die den Fels sprengt. Ich kann dir im Moment nicht mehr sagen. Du musst selbst Hinweise finden. Erhalten Madame Orakel Prophezeiung. Okay. Tschüss, Madame Orakel. Das ist die Frage, wo? Also wirklich, wo?
Also ich nehme mal an, dass es entweder hiermit was zu tun hat. Beide. Das, wir könnten das versuchen zu sprengen. Wo ist denn die Bombe jetzt aufgetaucht? Du sollst hier sein. Ist da jetzt eine? Hallo? Jetzt ist eine. Aber nützt nichts. Wie kriege ich denn das Ding kaputt? So auf jeden Fall nicht. Okay. Gut, wir müssen einen Weg finden. Ich erkenne diese verfluchten Gebiete nicht. Oh, wir haben Kleeblattsamen-Gedöns bekommen. Okay, wo ist denn die Höhle? Könnte die hier... Von hier sind wir gekommen, ne? V war das, ne? Aber wir haben doch gar nicht so viele Möglichkeiten. Oder gab es da oben noch etwas? Wo ich herkam? Kann ich mich... Kann ich mich dann ins Wasser runterdroppen? Ja, okay. Dann gehen wir mal gucken, was hier drin ist. Scheinbar sind wir richtig. Okay. Und den Wasserfall, den habe ich schon gesehen. Aber... Guten Tag, Wächtersprössling. Ich dachte zwar eigentlich eher, dass ich in den Wasserdings rein muss und nicht unten beim Wasserfall, aber es hat trotzdem funktioniert, was ich mir gedacht habe. Finde ich gut. So. Mal gucken, wie schön der Wald ist. Haben wir jetzt das gesamte Gebiet geklärt? So wie es aussieht, ja. Also wahrscheinlich noch so vereinzelte Gebiete, aber ich meine halt, dass wir es halt so weit betreten können. Oder brauchen wir noch einen Wächtersprössling? Das ist die Frage. Lade. Dann gucken wir mal. Und 30 Glück dazu bekommen, das nehme ich doch gerne an mich. Oh, jetzt sind da Hasis. Das ist meine Kiste. Erhalten Gebetsperlen. Ein neues göttliches Instrument, bewacht von einem Wächtersprössling. Wow, Sakuya, verwöhnt dich ja richtig. Auf jeden Fall wird dir das wirklich helfen. Die Monster versuchen auf jede erdenkliche Weise dich zu kriegen. Also musst du dich mit einem guten göttlichen Instrument ausrüsten und mit ihm üben. Aber da ist noch mehr als dich nur mit ihnen auszurüsten. Sie können als Nebenwaffe oder als Hauptwaffe ausgerüstet werden. Die Auswirkungen der Waffe ändert sich basierend darauf, wie sie ausgerüstet wurden. Aber selbst nach deinem 100-jährigen Schläfchen kannst du dich an das noch erinnern, stimmt's? Ich weiß, du bist nicht die Hellste, aber keine Sorge, dabei muss man nicht denken. Kannst du dir bitte essen? Aber Terrasse, bitte isst das Ding. Versuch einfach, das neue heilige Instrument als Hauptwaffe auszurüsten. Okay, Hauptwaffe. Und das da? Nebenwaffe. Weg. Weg. Hast du die Idee kapiert? Nun, lass mich dir ein Beispiel geben. Du kennst doch deinen Spiegel. Nun, wenn du ihn als Nebenwaffe ausrüstest, dann ist er wie ein Schild. Wenn du angegriffen wirst, drücke rechte Maustaste, um den Angriff abzuwehren. Du solltest das mal ausprobieren. Monster hier in der Umgebung, an den Monstern hier in der Umgebung ausprobieren. Ah, und dann ist da noch eine Sache. Erinnerst du dich daran, was Sakuya gesagt hat? Der heilige Baum im Dorf Kamiki trägt jedes Mal eine neue Wächterfrucht, wenn ein Wächtersprössling wiederbelebt wurde. Guck immer bei Sakuyas Baum vorbei, wenn du im Kamiki bist.
Okay. Come on, I want to feed you. Come to me. Isst du Samen? Nee, aber du isst das da. Ja. Und skippen. Give me the Glück. I want my luck. Dankeschön. Ich mag Englisch. Ich finde das total lustig. Oh, guck mal. Hat sich doch gelohnt. Das war falsch. Ich muss sagen, ich finde das andere Werkzeug schöner. So, dann gehen wir einmal hier rein. Und dann gehen wir einmal hier rein. Und dann gucken wir. Das reicht nicht. Okay. Muss ich alles auf jeden Fall zusammen da reintun. Oh Gott, diese Steuerung hier. Ugh. Dass die sich auf einmal ändert von nach vorne drücken. Hallo? Kamera? Dankeschön. Huch. Das ist nicht meine Scheibe. Hocht der Ruf des Himmels, der Erde, der See. Sie befehlen mir, das Böse zu besiegen. Vaka, das Geschenk der Götter an die Menschen ist hier. Hello. Taumeister... Warte, warte. Taumeister Vaka. Schon besser. Au? Was ist das mit dem... was ist denn mit dem Kerl los? Diese rote Bemalung und das göttliche Instrument auf deinem Rücken. Du siehst seltsam aus, aber ich erkenne, dass du so einiges vertragen kannst, Baby. Hey, glaubst du nur, weil du da oben bist, dass du was... dass du was Besonderes bist? Komm her, komm hier runter und wir sprechen von Angesicht zu... Warte mal, hat er rote Bemalungen gesagt? Kann er etwa Emmys wahre Form sehen? Au? Au? Hey, er hat sein Schwert gezogen. Yes, das ist meine Art von springenden Punkt, den springenden Punkt auszudrücken. Das Wortspiel war beabsichtigt. In dem Moment, als sich die verfluchte Zone über Nippon ausbreitete, sah ich die schattenhafte Person, die das heilige Schwert zu Koyomi entfernte in Richtung des Dorfes Kamiki fliehen und nun Zugang dort mit einem Felsen und den Zugang mit, dort mit einem Felsen versperrte. Wisst ihr irgendetwas darüber, über diese Sache? Der Typ ist mir unheimlich. Wir sollten ihn im Auge behalten. Hey Emmy, regst du dich schon wieder auf? Wonderful. Ich hätte es nicht anders gewollt. Jetzt wirst du mein geliebtes Schwert erleben. Hier kommt Pillow Talk. Zeit zu tanzen, Baby. Oh. Oh, die ist ja voll interessant. Geblockt, glaube ich zumindest. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Es ist schon lange her, dass ich deine Kraft spüren durfte, Amaterasu. Aber das reicht für jetzt. Zu spät. Du hast den Kampf angefangen. Hey,
Warte, kennst du den Typen, Emmy? Und wie es damit weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Er dreht sich einfach um. Der hat auch keine Lust und geht einfach. Was ist geht bei dem? Aber er sagt auch, tschüss für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und bye bye.